Hallo, heute geht es um die kleine Trommel, auch genannt Snare Drum. Ich habe jetzt ein schönes Modell hier vor mir stehen. Das ist von Yamaha, die Signature Manukache. Und würde euch gerne zeigen, wie meine Herangehensweise ist, eine Snare Drum zu stimmen und zu dämpfen und alles, so ein paar kleine Tricks, wie man noch den Sound optimieren kann. Ich muss allerdings dazu sagen, es geht um das Grundstimmen, wie man es macht, weil die Snare Drum ist die Trommel am Schlagzeug, die den größten Charakter hat. Das heißt, also eine Bass Drum hat natürlich irgendwo auch einen Charakter, aber nicht so extrem. Die Toms auch, die kann man höher, tiefer stimmen, etwas trockener. Aber die Snare Drum ist, so gesagt, für mich das Epizentrum. Die macht den Charakter des Schlagzeugs extrem aus. Bevor ich jetzt auf das Thema Stimmen und Tunen und Einstellen komme, würde ich euch gerne ein bisschen über die Geschichte der Snare Drum erzählen. Sie wurde in Amerika 1780, so gesagt, mehr oder weniger erfunden. Und sie hat verschiedene Namen. Die kleine Trommel, Rührtrommel, Paradetrommel, Marschtrommel, Schnartrommel, da kommt auch der Name her, Snare Drum. Und sie wurde halt auch ein bisschen von den arabischen und türkischen Bereich abgekupfert. Was die da jetzt genau geklaut haben oder so, habe ich keine Ahnung. Aber was ich sehr interessant finde, das Schlagzeug ist ein reines Militärinstrument. Ob die Bassdrum, die Toms, die Becken. Becken, ganz speziell, komme ich aber beim nächsten Mal vielleicht drauf. Sehr interessantes Thema. Und die Snare Drum natürlich, die nahm man natürlich nach den Galionen und was nicht alles, um die Truppen im Gleichschritt nach vorne zu bringen oder zum Beispiel Feinde zu vertreiben. Und das finde ich halt sehr interessant, dass wir eigentlich ein militärisches Instrument die ganze Zeit spielen. Das heißt also, wir machen heute auch nichts anderes als Feinde vertreiben. So, bevor ich jetzt endgültig zum Stimmen komme, wollte ich euch noch mal ein bisschen Literatur zeigen. Noten. Das zum Beispiel Syncopation oder wie das auch ausgesprochen, Big Band Futures. Das ist was für Jazzer. Ich habe es in der Musikhochschule halt oft gemacht. Da ging es größtenteils um Jazz. Da kann man zum Beispiel Synkopen mit üben und man kann auch sehr gut Besen damit üben. Also ich habe das zum Besenüben für die richtigen Akzente benutzt. Dann gibt es nochmal eine Syncopation. Der sieht ein bisschen aus wie Willy Brandt, ist er aber nicht. Die ist auch sehr interessant, auch sehr Jazz angehaucht. Man lernte halt dort Akzente zu üben. Aber jetzt kommen wir zur Bibel des Schlagzeugers, diese Schule. Stick Control. Das ist wirklich die Bibel des Schlagzeugers. Ich glaube, jeder große Trommler auf dieser Welt hat diese Schule machen müssen. Es ist ein Hass, Ekel, ich weiß nicht, es ist ekelhaft. Aber es hat so ein Ergebnis, wirklich. Ich habe die, wie man sieht, ist die uralt. Die habe ich, glaube ich, mit noch nicht mal 14 Jahren bekommen. Da habe ich Musikunterricht in der Bergischen Musikschule bei Michael Bruchmann von Höllelin gehabt. Und nochmal auch danke, wenn du gerade gucken solltest. Er hat mir unheimlich viel gebracht. Er hat mich wirklich mit dieser Schule begleitet und hat mir auch gesagt, üb es. Auch wenn es eklig ist, es bringt dich dahin, wo du hin willst. Und ich kann echt wirklich jedem empfehlen, man muss noch nicht mal alle Saiten machen. Es reichen so ein paar davon, alles super. Aber wenn man das wirklich einen Monat durchzieht, jeden Tag eine halbe Stunde bis eine Stunde, ein bisschen übt, auf dem Pad, egal wo, mit Kopfhörer vor Fernseher, es bringt was. Man merkt wirklich nach ein paar Wochen, wow, es tut sich echt was. Also das zum Thema Noten. So, jetzt kommen wir zum Snare Drum Stimmen. Und ich erkläre aber noch eben, Snare Drum kennt ja jeder. Teppich, Resonanzfell, Schlagfell, Abhebung. Und da gibt es so viele Varianten. Tief, hoch, klein, dünn und es werden auch neue erfunden und ich finde es auch sehr gut. Da sind echt schöne Stücke bei. Und wichtige ist erstmal, wenn er ein neues Fell drauf macht. Klar, ist erstmal die Auswahl. Welches Fell? Ich sag, bei mir Standard, ein doppelschichtiges Dual-Coated. Ich habe jetzt noch eins hier übrig von der RMV. Die gibt es aber auch von Remo.
und alle anderen Firmen. Und es gibt noch ein anderes sehr gutes Feld, das ist das schwarze, kreuzigt mich jetzt bitte nicht, das ist das schwarze von Remo für die Snare Drum. Das ist schwarz, ein bisschen matt, nicht das mit den Federn, mit den kleinen, da gibt es ja welche, die haben so Fasern drin. Nein, es geht um, das muss das Imperia sein. Ist auch dicker. Also meiner Meinung nach dickere Felle, das heißt entweder doppelschichtige oder etwas dickere Felle, die man eigentlich für Toms nicht verwenden kann, weil es einfach tot klingt, sind für Snare Drum sehr gut. Und aus dem Grund, weil der Bauch extrem viel mehr da ist als bei dünnen Fellen. Und das ist wirklich so. Und ich liebe Bauch bei einer Snare Drum. Egal, ob die eine Piccolo oder kleiner ist, die muss irgendwo einen Bauch haben. Das kriegst du mit doppelschichtigen Fellen sehr gut hin. Ich gehe auch manchmal sogar her, wenn ich weiß, was ich haben will, und mache einen Pinkstripe drauf. Auch sehr gut. Experimentiert auf jeden Fall mit Fellen rum, wenn ihr sagt, okay, da gibt es jetzt etwas Gebrauchtes mit einem Punkt drauf. Eins doppelschichtiges Pinkstripe, das passt jetzt auf. Probiert mal aus, ihr werdet euch überraschen. Und dann kommt natürlich die Frage, wie ich baue jetzt die Snare Drum nicht auseinander, habe ich keinen Bock zu. Naja, Rand ab, Fell drauf und ich mache dann, wenn es passt hier mit dem Fingerchen an den Seiten, drehe ich erstmal alle gegenüberliegenden so, dass es gerade so gleichmäßig, die Schrauben gleichmäßig an dem Rahmen sind, also an dem Ring. Also nicht spannen. Dann habe ich die ungefähr so, wie der Ring von dem Fell halt ist. Und da streiten sich die Gemüter drüber. Ich mache es so, ich gehe dann im Uhrzeigersinn, drehe hier ein bisschen fester, immer ein bisschen fester, hinten fester, bla 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 bla. Oder, okay, manchmal mache ich auch den hier über Kreuz, sodass das gleichmäßig locker gespannt ist. Aber man merkt es hier schon. Und das ist mein Schlüssel. Ich spüre, ich stimme so lange schon Schlagzeuge, dass ich da genau spüre im Finger, wie viel ich drehen muss. Und ihr merkt es. Und dann fange ich an, langsam hier rumzugehen, rumzurücken. Immer nicht viel. Und irgendwann mal habe ich das gespannt. Dann lege ich die Snare Drum runter und gehe mit der Hand drauf und drückt mal ganz fest, dann hört man es knacken. Das ist wie beim Gitarristen, beim Bassisten, wenn man die Saiten zieht. Weil ihr merkt schnell, ihr haut dann fünfmal drauf, wenn ihr das nicht gemacht habt, und die stimmt sich sehr schnell wieder nach, weil da, so gesagt, kommt so ein bisschen das Fell aus dem Ring raus. Und wenn sich das so ein bisschen entspannt hat, dann geht es natürlich an Stimmen. Das ist natürlich eine Frage, wo will ich hin mit der Stimmung? Will ich jetzt zum Beispiel, spiele ich jetzt in einer Disco-Band, brauche ich eine tiefe Snare Drum? Da passt leider nicht so eine hohe. Mache ich mehr Fusion, mehr so mehr Technik, brauche ich eine hochgestimmte Snare Drum? Das heißt, da muss jeder selber gucken. Aber es gibt einen wichtigen Trick. Weil dieses Snare Drum Fell hat einen Kollegen und der befindet sich da unten. Das ist das Resonanzfell. Kleiner Tipp, es ist natürlich sehr verklebt, mein Ding, da komme ich später zu. Das ist ein sehr dünnes Fell. Niemals auf die Idee kommen, da irgendwann mal mit einem Stock drauf zu hauen. Oder hier die Geschichte, guck mal hier, wenn ihr da irgendwo an... Und da ist eine kleine Beule drin oder sowas. Dieses Fell reißt super schnell. Und deswegen immer Acht geben auf dieses Fell. Es muss nicht so oft gewechselt werden. Es bringt manchmal was, wenn man merkt, so die Kanten, die Kante des Kessels geht langsam über den Ring drüber. Dann sollte man mal wechseln. Oder wenn man merkt, hier sind überall Abnutzungen von dem Teppich zum Beispiel. Und kleiner Tipp, jetzt geht's schon los. Spannt das Resonanzfell hoch, sehr hoch. Meine Erfahrung, wenn ihr das richtig anknallt, habt ihr obenrum einen schönen Bauch und könnt eigentlich theoretisch überall hin. Ist aber auch wieder abhängig von Snare Drums. Piccolo zum Beispiel, geht das nicht. Da mache ich das Resonanzfell relativ tief. Dann habe ich ein schönes Ergebnis. Aber bei ab 6 würde ich wirklich anknallen, dass es wirklich richtig hart gespannt ist, weil dann kommt man zum Erfolg. Und wenn man das hat, ich spiele euch jetzt erstmal einen kurzen Sound vor, wie die Snare Drum jetzt offen klingt.
Das ist der Sound von der jetzigen Einstellung der Snare Drum. Sehr offen, finde ich auch sehr geil. Gefällt mir auf jeden Fall. Und jetzt fängt man natürlich an zu überlegen, passt der Sound jetzt zu dem Song, den ich gerade spiele, oder zu der ganzen Geschichte, wo ich jetzt mitspiele? Und dann gibt es, kennt wahrscheinlich schon einiger, und zwar diese kleinen Aliens. Ja, das sind die Sky Gale Pads. Und ich habe hier das Paket. Die finde ich sehr gut. Es gibt natürlich auch andere Bieter, aber ich benutze die, auch dank am Box of Tricks. Die sind wirklich, ohne jetzt zu lügen, sehr geil. Und man hat ja auch dafür ein bestimmtes Kontingent an solchen Pads. Und man braucht sie einfach nur unter warmem Wasser abwaschen, dann kleben sie wieder. Finde ich super. Wenn ich die jetzt hier zum Beispiel über Kreuz drauf tue, klingt schon wieder ganz anders. Auch ein sehr geiler Sound. Also, dann kommt manchmal die Frage, je nachdem, wo man spielt, in welchem Raum, gibt es Räume, die klingen so, die klingen so. Es gibt auch Räume zum Beispiel, da klingt die Bassdrum super, die Snare Drum nicht gut. Umgekehrt, die Snare Drum super, die Bassdrum nicht gut. Und das, was mich manchmal stört, ist halt der Teppich. Wenn der zu laut ist, wenn aus irgendwelchen Gründen der Teppich von unten nach oben kommt und ich höre dann sehr viel Teppich, gefällt mir gar nicht, dann gehe ich her und klebe einfach das Resonanzfell mit so einem Streifen hier ab. Mach das mal. Der Effekt ist wirklich toll. Es klingt ein bisschen trockener, kommt aber in meisten Fällen an, wenn du merkst, naja, ist mir jetzt ein bisschen zu extrem Teppich. Dann mache ich die Dinger mal wieder ab und dann kommen wir zu einem Teil, was ich ja schon in einem Video gezeigt habe. Dieses Big Fat Snare Drum ist Hammer, ich liebe es. Im Studio, wenn man tiefe Snare Drum hat. Man kann manchmal gar nicht das Fell so tief stimmen, wie man es eigentlich haben will. Aber das Skurrile an diesem Teil ist, hört mal jetzt. Jetzt lege ich es drauf. Die Snare Drum wird tiefer, obwohl ihr die gar nicht tiefer gestimmt habt. Ist natürlich sehr trocken, aber manchmal passt echt zum Sound. Ich finde es auch sehr geil. Jetzt kommt zum Beispiel der Teppich raus, der ein bisschen zu viel raschelt für mich. Dann gehe ich natürlich her und ziehe den ein bisschen an. Und jetzt kommen wir zum nächsten Trick. Viele Snare Drums haben zum Beispiel, das machen nicht alle. Es gibt Snare Drums zum Beispiel, die reagieren auf, wenn ihr den Teppich locker macht oder hart anzieht. Wenn ich locker mache, hört ihr, raschel, raschel. Es gibt aber auch Snare Drums, wenn ihr anfangt, das ein bisschen zu übertreiben, kommt ihr irgendwann mal zu einem Punkt, wo die Snare Drum viel mehr Bässe kriegt. Das liegt an der Spannung des Teppichs. Hört ihr? Da ist schon ein bisschen mehr. Der Teppich ist zwar nicht mehr so rasselig, manchmal will man es haben, aber der Snare-Teppich bringt echt noch besser rein. Wie gesagt, es geht nicht bei jeder Snare-Drum, aber es gibt einige Snare-Drums, wenn man den Teppich richtig anknallt, dass dann noch mal besser kommt. Probiert es einfach aus. Aber ich finde es jetzt schon sehr geil, auch mit meinem Big Fat Snare-Drum Plastikteil, wo ich echt zufrieden bin. Ja. Das war jetzt erstmal so ein Speedkurs, aber das ist meine Philosophie, wie man Snare Drum stimmt. Wie gesagt, Snare Drum ist das charakteristische Teil an einem Schlagzeug. Es muss individuell an den Song angepasst werden. Das heißt also, ich mache jetzt Hip-Hop, brauche ich, oder Dance, brauche ich eine tiefe Snare Drum, trockene Snare Drum. Spiele ich zum Beispiel Jungle oder Jazz Fusion, brauche ich eine sehr hochgestimmte, etwas offenere Snare Drum. Und im Jazz-Bereich braucht man vom Feeling her schon eine relativ offene Snare Drum, aber auch ein bisschen bauchig. Und da kommt es natürlich darauf an, was für eine Snare Drum oder welche Snare Drum ihr zu Hause habt. So, zum Abschluss würde ich euch gerne noch mein Schätzchen zeigen. Das ist die Signature Dirk Zengotta.
habe ich 2001 vom Chefingenieur Hagiwara von Yamaha bekommen. Und bin ich auch total stolz drauf. Es gibt leider nur auf dieser ganzen Welt nur diese eine. Und sie ist so ein bisschen abgekupfert von der Hakira Jimbo. Aber auf die Snare Drum stehe ich ja sowieso wie viele andere auch. Ich sehe ja gerade, wie das ein bisschen explodiert mit den Preisen, weil es die ja nicht mehr gibt. Aber die ist sehr geil. Meine Favorite nicht, weil da Dirk Singotta drauf steht, sondern einfach, weil es wirklich einen guten Sound hat. Weil es ist, glaube ich, eine 8 tief und 13 Zoll. Fast schon wie eine Tom. Und da kommt auch dementsprechend was raus. Also schaltet beim nächsten Mal nochmal ein. Ich würde mich sehr freuen. Und schreibt auf jeden Fall auch wieder, wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, würde ich mich sehr freuen. Also bis bald, haltet die Ohren steif.